Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Live in the Woods. Und die Sonne geht gerade unter hier in diesem wunderschönen Paradies. Jetzt sieht traumhaft aus, oder? Wenn man hier so steht, die Sonne da in der Wüste versinkt langsam. Die Schweinchen sich da unten trollen. Ach, ist herrlich, ne? Hier mit dem Wasser ist schon schön hier, ne? Ist ein Träumchen. Gut, aber wir werden noch ein Stückchen weitergehen. Solange es noch ein bisschen hell ist. Ups, werden wir mal noch ein bisschen da lang gehen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht sogar in der Folge nach Hause kommen. Mal sehen. Oder vielleicht finden wir noch was Tolles. Also das kann ich nicht. Ist nicht unrealistisch. Wir haben ja nur schon einige Sachen auf der kleinen Reise hier gefunden. Und das ist ja auch das Schönste hier in Minecraft, oder? So einfach mal ein bisschen auf Reisen gehen, sich die Gegend angucken. Und plötzlich steht man dann vor irgendeinem Gebäude oder so. Ich finde das schön. Und was lädt hier nicht nach? Da hinten ist so viel Lava drin. Oh, oh. Oh. Da sollten wir vielleicht nicht lang gehen. Ich weiß nicht. Was bist denn du eigentlich? Akazienlaub. Aber auch so ein Riesenbaum, wa? Na komm, wir werden hier erstmal neben den Hühnern schlafen gehen, oder? Wo ist mein Bett? Warum ist das hier drin? Komisch. Ach, schön hier mit der Lava und so. Ach, herrlich. Und da geht der Mond auf. Super. So, wir müssten übers Meer, ne? Da geht's nach Hause. Da geht's nach Hause. Aua. Ein Bötchen haben wir noch. Hier haben wir noch Grasgarten, nehmen wir auch gleich nochmal mit. Und dann werden wir unser letztes Paddelbötchen nehmen. Ey, ey, ey! Boot! Stehen bleiben! Ey! Hallo! Moment! Ich komm mit! Danke. Ach, dieses Boot, ja? Macht sich hier einfach selbstständig. Ach, sieht das schön aus. Sieht das schön aus. Ich kann stundenlang hier in Minecraft rumlaufen. Sieht so schön aus. Was haben wir hier? Hier sind wir wieder in der Wüste, ne? Kann ich eigentlich den Atlas aufmachen, während ich fahre? Ja, geht. Ich kann nur nicht wieder zumachen. Doch. Geht auch. Mal sehen, ob wir so noch was sehen. Hier waren wir vorhin, ne? Wo wir Eichensäpplinge bekommen haben von diesen komischen Bäumen. Entschuldigung. Da haben wir noch andere Bäume, ne? Oder das Bambus, ne? Den holen wir uns. Da zerschroten wir mal das Boot. Zack, Bambus holen. Das Zeug wächst wenigstens wie Espenlaub und man hat dann ganz viele Stickies. Ich liebe Bambus. Vor allem kann man damit auch schön die, wie heißen die Teile da, die man da füllen kann, um Kompost zu bekommen? Kompost, ne? Ja. Okay, Kompost. Kann man schön kompostieren und dann hat man schön Kompost und wir können unsere Felder schön mitten ins Land bauen und brauchen kein Wasser dafür. Ist super. So, das nehme ich auch mit. So, jetzt habe ich wahrscheinlich schon mehr als genug, wa? Ja, reicht, reicht, reicht. Man muss auch wissen, wann vorbei ist. Und die sehen so schön aus, weil die da oben noch so belaubt sind. Finde ich schön. Jetzt haben wir natürlich kein Boot mehr. Aber ich glaube, das war es wert. Und wir können ja noch ein bisschen hier durch die Gegend laufen. Wir wollen ja auch was von der Gegend erleben und sehen, ne? Da brauchen wir nicht immer nur Boot fahren. Und hier habe ich noch was sehr viel Besseres gefunden. Ton. Oh ja. Davon werden wir noch so viel brauchen. Deswegen nehme ich den hier auf jeden Fall mit.
Wenn wir den schon mal so in der freien Wildbahn finden. So, ganz viel Ton. Ton. Hätte ich vielleicht mal schon vorher drauf achten sollen. Wir sind bestimmt schon an so viel Ton vorbeigelaufen. Aber den brauchen wir ja auf jeden Fall irgendwann wieder. Schon um unseren Ofen höher zu bauen und. Strömung! Lass mich dahin. Da sind meine schönen Tonbrocken. Danke. So. Das hat sich wieder gelohnt. Gibt es hier noch mehr Ton? Ich nehme allen Ton mit, den ich finde. Wie viel haben wir? Ja, schon 2 Sticks. Können wir gleich verstauen. Ist wichtig. Ist abgestempelt. Brauchen wir. Bambussetzling. Okay. Schön. Was? Zebrabaum? Achso, das ist der Bambus, okay. Und da haben wir nochmal anderen Bambus. Die Fische können auch weg, weil davon werden wir eh nicht mehr finden. So. Kann man noch was machen? Das kann hoch. Tropenholz auch. Und ja, gut. Wir sind ja auf dem Rückweg, ne? Huch, ich wollte einen Atlas gucken. Wir sind auf dem direkten Weg nach Hause. Ja, aber wir werden wohl noch ein Brot brauchen. Oh, nochmal hier Grasgarten oder Kräutergarten oder wie auch immer. Schön die Sackgasse hier, gefällt mir gut. Gut, dass wir sie auch nochmal gesehen haben. ja, okay. Ist jetzt nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich sauf ab. Ist auch eine schöne Insel da, ne? Mit den ganzen Bambus. Ich finde den Bambus ja geil. Wir müssen sowieso noch mal überall hin. Hier ist schon wieder so eine Auranot oder wie die heißen, ne? Wie heißen die? Ja, ja, irgendwie so. Da oben haben wir auch noch mal eine Insel. Wie kommen wir eigentlich da hoch? Brauchen wir da ein Fluggerät oder sowas? Da müssen wir uns hochbauen, aber das sind ja ganz schön viele Blöcke, bis wir da oben sind, wa? Ja, irgendwie machen wir das schon. Wir werden es bestimmt noch erleben. Ich sehe das ganz positiv und das sehe ich hier noch positiver. Da bin ich froh, dass wir ein paar Schippen bei haben. Ja. Ich glaube, das reicht dann auch, was wir schon an Ton jetzt wieder bei haben. So, ups, raus hier. Wie viel haben wir? Ja, schon wieder ins Decke. Finde ich auch gut, dass man so viel Ton da rauskriegt. Kommt mir auf jeden Fall mehr vor, als wir abbauen. Da haben wir... Was ist das Eisen? Ne, ist Kupfer, ne? Da vorne ist Eisen, gut. Das brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Auch irgendwie irgendeine Liane. Ach, hier sind überall so eine Insel, wa? Finde ich schön. Ach, komm. Ich kann, da ich weiß, dass wir das brauchen, wäre es zu schade, liegen zu lassen. Und wahrscheinlich finden wir gleich so was Geiles, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit. Dass wir noch 8 Kühe schlachten müssen, um alles mitnehmen zu können. So. Gut, dann schwimmen wir da mal rüber, mal sehen, was wir da noch Schönes finden. Sehr tief hier. Schön. Ist echt schön hier, ne? Mit den ganzen Inseln, mit den ganzen Bambus und so. Das hat was. So, wir haben Hunger. Wir müssten vielleicht mal so unterwegs was essen. Warum haben wir plötzlich so einen Hunger? Ja, wird auch Zeit, dass wir mal vernünftige Lebensmittel machen. Ich lasse es da liegen. Ich finde es schade, aber... will ich die ganzen Taschen mit Leben am Ton am Ende voll haben. Ich tue einfach so, als ob ich es nicht gesehen hätte. Ach, ich würde am liebsten zurücklaufen. Naja, gut. Man kann nicht nur Ton abbauen, ne? Auf so einer Reise kann man nicht nur Ton mitnehmen. Ja, okay, jetzt
bleibt uns wahrscheinlich nicht mehr viel anderes übrig, als langsam nochmal ein Boot zu kraften. Naja, gut, werden wir mal machen, wa? So. Ein Bötchen oder zwei. Machen wir gleich wieder zwei, ne? Was man hat, hat man. Da. Wo haben wir die Axt? Da. Dann nehmen wir die nämlich auch gleich wieder mit. Zack. Platsch und weg geht er. Gut, dass das Boot diesmal nicht gleich wieder weggefahren ist. Und erstmal auf mich gewartet hat. Ja, dann ist unsere Reise fast zu Ende, würde ich sagen. Hier finden wir noch kleine Inseln, die in Wirklichkeit sehr klein sind. Wahrscheinlich bin ich auf der Insel gespawnt. Kein Wunder, dass da kein Baum mehr wächst. Ja, naja, hier oben bin ich irgendwo gespawnt. So, auf jeden Fall kommen wir also auf dem halben Weg nach Hause. Fahre ich noch? Ich glaube ja. Sagt mal, das sieht nicht geil aus. Schön. Sind wir auf dem richtigen Weg? Überhaupt nicht. Lenken! Hey! So, hier kommen wir in die Berge. Das ist die Rückseite wahrscheinlich, ne? So, können wir da in die Nische reinfahren? Wahrscheinlich, wa? Und dann müsste auf der anderen Seite fast unser Haus sein, ne? Ach, wie viele Kühe wir hier haben, ja? Komm ich hier irgendwo hoch? Nö, überhaupt nicht. Ich hab eine Schippe, wa? Geht schneller. Ups. Hups, hups. Selber Mut. Ja. Ah, ah. Ich hoffe, ich bin überhaupt richtig hier. Vielleicht müsste man zwischendurch nochmal schlafen, ne? So, wo sind wir denn überhaupt? Ah, wir sind an unserem Bett. Wir sind zu Hause. Hier ist das Wasser. Okay, komm ich hier rüber? Komm, wir schlafen nochmal auswärts. Hier mitten in der Natur. So. Na, so. Damit wir es ein bisschen heller haben. Ist mir sonst zu dunkel. So, über den Berg müssen wir, wa? Upala. Upala, upala. Hier kommen wir doch ganz gut hoch. Haben wir hier Schnee? Schnee. Direkt an unserem Haus ist Schnee. Wie schön. Es ist doch schön, nach Hause zu kommen. Tralalalalala. So, haben wir es geschafft in der Folge, ne? Sind wir nach Hause gekommen? Wunderbar. Wunderbar. Kann man das Bett direkt hier oben wieder hinpacken. Haben wir geschafft. Was will man denn mehr? So, was haben wir denn jetzt im Rucksack, was wir einsortieren können? Wir hätten hier so ein paar Steine, ne? Die könnten definitiv erstmal weg. Tschüss, Rucksack. Die können wir unten einsortieren und den Rest, ja, ich weiß noch nicht, wo der überall hinkommt. Ui. Warum kommt man hier nicht runter? Verdammt nochmal. So schön gebaut und ich komme hier nicht runter. Wo packen die hin? Das sind ja eigentlich so eine Sondersteinchen, wa? So, Ton. Ton könnten wir eigentlich auch gleich mal hier reinpacken, wa? Dann haben wir das nämlich direkt bei Kies und Sand. Oder Erde und die Sand, ne? Ups. Rein da. Treibsand. Gut, dass wir einmal Treibsand mitgenommen haben, so als Erinnerungsstückchen.
Hier haben wir nochmal Ton. Na, das reicht hier vorne und hinten nicht, merke ich, mit unseren Steinchen. Und hier haben wir nochmal Erde. So, gleich einsortiert, gleich alles weg. So, dann, ups, hier haben wir nochmal Ton. Nochmal Ton, nochmal Ton. Das können wir gleich wegpacken. Und ansonsten hätten wir nur Holz und Lebensmittel. Die können dann oben irgendwo rein. Gut. 4 Stacks und 29 Stück. Okay, da können wir auf jeden Fall gut weiterbauen. Da wird unser Ofen noch richtig groß werden. So, gut. Ich komme nicht oben durch. So. Dann wäre es natürlich schön, wenn wir noch so eine Lebensmittelkiste hätten, wa? Wo wir alles drin packen können. Wie hier. Wir schmeißen erstmal alle Lebensmittel hier rein, würde ich sagen. Zack. Lebensmittel, 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 Lebensmittel. Ja, auch Lebensmittel. Lebensmittel, 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 Lebensmittel. Lebensmittel, Ja, weiß ich nicht, was ist das? Grasgarten. Ja, ja, ist Lebensmittel, ne? Lebensmittel, Lebensmittel, Lebensmittel. Ich glaube, haben wir alles, wa? Haben alles. Ja, passt wahrscheinlich hier gar nicht rein. Zack, zack. Zack, zack, zack. Nein, meine Fackel. Zack, 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 zack. So, passt nicht. Nehmen wir die Axt nochmal raus. So, dann sollten wir im Grunde eine Kiste mit Setzling machen, ne? So, hier haben wir so generell sämtlichen Schwachsinn. Können wir erstmal alle drin machen hier. Holz vor allem, den Bambus. Den Bambus könnten wir eigentlich pflanzen, ne? Bambusch, Bambusch, Bambusch. Ach, schön, dass ich den Rucksack schon wieder weggeschmissen habe. Die Frage ist nur, wo pflanzen wir das? So viel Platz haben wir hier gar nicht. Pflanzen wir einfach erstmal hier, würde ich sagen. Wa? Wachsen ja wenigstens schön dicht aneinander. Und dann können wir hier irgendwo unseren Kompost hinpacken. Damit das so alles relativ dicht ist, würde ich sagen. Naja, du sollst sie nicht hochsetzen. Oh. Schön, dass ich da immer noch ihn raufsetze. Finde ich gut. Ist wichtig. Hier kommt so ein richtiger Bambuswald hin. Wahrscheinlich völlig übertrieben. Aber den hat nicht jeder. Wahrscheinlich nimmt er die ganze Aussicht. Alles, was schön war, ist dann weg. So. Ah, damit kriegen wir dann ein paar Komposte erstmal voll. Ich glaube, das reicht doch erstmal. Da werden wir genug Bambus haben. Ich bin mir sicher. So, dann schmeißen wir alles noch hier rein schnell mal. Holz, 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 Holz. Holz, 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 nee, Essen, Holz, Essen hatten wir hier drin, ne? Ja, Essen, 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 die wollen da nicht rein, also essen wir sie gleich, bevor sie schlecht werden, ne? So, haben wir noch was im Rucksack jetzt gehabt? Ich glaube ja, ne? Irgendeinen Schrott haben wir noch gehabt, weiße Wolle, Leder und sämtliches Gerümpel. Schauen wir hier. Salz, Gerümpel, 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 Gerümpel. Boot kann auch erstmal weg. Gerümpel, Gerümpel. Brauchen wir auch nicht. Gerümpel, Gerümpel, Gerümpel. Haben wir alle weg? Haben alle weg? Gut. Dann würde ich für heute sagen, danke fürs Zuschauen. Denke mal, ich werde heute auch nicht mehr weiter aufnehmen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen und sage erstmal Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.